Herzlich willkommen zurück zu der 7. Folge von The Long Dark. Wir sind hier im Moment also auf der Suche nach einem anderen Gebäude, in dem wir hoffentlich eine Menge Nahrung finden. Und da ist ein Wolf. Wieso ist denn da ein Wolf? Wobei das vielleicht gar nicht mal so schlecht ist im Moment. Denn wenn der Wolf hier fertig gegessen hat, schneiden wir uns einfach von dem erlegten Reh ein Stückchen ab. Oh, die Jägerhütte da hinten. Schon sehr verlockend. Okay, dann umgehen wir jetzt einfach mal den Wolf und gehen erstmal in die Jägerhütte und auf dem Rückweg schnappen wir uns dann die Überbleibsel des Rehs. Oh, ich hoffe, er lässt uns ein paar Kilo übrig. Denn im Moment sieht es wirklich nach einem Hungertod aus, den wir sterben könnten. Oh, wo ist er denn? Ist er noch am Essen? Hier ist aber keiner. Und ganz ehrlich, wenn in diesem Haus jetzt ein Gewehr drin ist, dann natze ich den weg. Immerhin habe ich schon 7 Schuss. Das ist doch schon mal sehr solide. Und kein Wolf? Ja. Kein Wolf. So, drückt mir die Daumen, drückt mir die Daumen, drückt mir die Daumen. Nein. Naja, es wäre ja auch zu schön gewesen. Dafür noch mehr. Super, noch mehr Munition für ein Gewehr, das wir nicht haben. Yay. Naja, immerhin müssen wir nicht verhungern, das ist doch schon mal schön. Oh, verschlossen. Shit. Und wir haben natürlich noch kein I could use Brecheisen. this. Dafür können wir uns mittlerweile mit Antibiotika und Schmerzmitteln wirklich zu Tode schmeißen. Na, bin nicht so begeistert. Sehr schön. Auch sehr gut. Die Schlinge. Ich glaube, ich sollte die Schlinge einfach mal außen irgendwo hinsetzen und testen. Oder was sagt ihr dazu? Schon, oder? That'll come in handy. Noch mehr Antibiotika, Verband. Da ist nichts drin. Holz, noch mehr Holz. Oh, sehr schön. Na, zumindest ein bisschen Nahrung, das ist doch auch schon mal von Vorteil. Ein Kräutertee? Das habe ich ja noch nie gesehen. Habt ihr schon mal Kräutertee Hope gefunden? nobody needs this anymore. Ein Päckchen duftenden Tees. Das Etikett verheißt eine stärkende Wirkung und eine bessere Nachtruhe. Sag mal, glaubt ihr eigentlich an diese, ja, Schlaftees oder gute Nachttees und so weiter? Die euch dann reinpfeifen könnt und dann schlaft ihr so. Schön, also irgendwie, ich glaube an diesen ganzen Scheiß nicht so recht. Also zumindest hat das bei mir nie geholfen. What have we here? Ne, Wollmütze. Noch mehr Brandbeschleuniger, sehr schön. Fackel ist auch gut. Das war's. Ja. Dann knacken wir jetzt nochmal den Safe und dann sehen wir außen nochmal nach dem Rechten und hoffen, dass dieser blöde Wolf das Reh zerfleischt hat. Ah, verdammt. Also 10 und 54 war es. Ah, 10, 54, 8.
Gut. Jetzt kriegen wir es aber hin. 10. Und 50 und die 8. Oh, sehr gut. Okay. Ja, das war's schon, das ist doch Mist. Ja, dann ziehen wir jetzt einfach außen nochmal nach dem Rechten und hoffen, dass der Wolf nicht mehr da ist. Also ich sehe keinen Wolf. Ja, dann rennen wir jetzt einfach mal schnell hin und... Ich meine, jetzt ganz ehrlich, der Wolf hat gegessen. Der will uns jetzt doch eigentlich auch gar nicht mehr essen. Oh, noch mehr die. Und Holz. Oho. Jetzt sollten wir den Kadaver jetzt erstmal dort liegen lassen? Oder ausnehmen? Ja gut, jetzt ist im Moment kein Wolf hier, dann machen wir das jetzt einfach mal. Oh wow. Okay, ich werde mich nicht mehr beschweren, dass wir kein Fleisch und nichts zu essen haben. Ja, mein Vorschlag ist dann, dass wir jetzt diese Nacht auf alle Fälle hier bleiben. Da ist der Wolf. Ja, und Ja, ist ja gut, du kriegst gleich was zu essen. Ist doch alles fein. Kack mir doch jetzt bitte nicht sofort ab. Mal rein hier. Also gut. Zündbündel haben, Holzstreicher, Altholz. Was brennt denn richtig gut? Ja, das Buch. Ja, wir probieren es jetzt einfach mal mit dem Zedernholz. Na? Daumen drücken wieder. Ja, das wird doch. Oh nein. Aber wir können es ja nochmal probieren. Ja, zur Not nehmen wir ansonsten irgendein billiges Holz und hauen dann da Brandbeschleuniger drauf. Wir haben ja eigentlich genug. Na? Boah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja. Oh, wir haben es geschafft, ey. Und? Fertigkeit auf 53. So, wie viel Reh haben wir denn jetzt hier? Dann machen wir erstmal das schlechte Reh. Ja. Ich weiß, du bist ein bisschen müde und so. Aber das ist doch alles kein Problem. Elf Minuten brennt es noch. Was könnten wir denn noch nachlegen? Wir geben einfach mal noch ein bisschen was ins Feuer. Garn noch ein Reh, machen uns noch ein bisschen Wasser. Und dann... hauen wir uns in die Koje. Ah,
hat leider nicht mehr ganz gereicht. Das ist schade. Aber dann essen wir jetzt erstmal. Wir haben es uns ja auch verdient. So, gucken wir mal zurück. Ah, der hat immer noch Hunger. Der soll sich doch mal nicht so anstellen hier. Ja, will der mich jetzt sehen? Was der alles fressen kann. Na komm. Na endlich. Er hat weniger Hunger. Trinken wir doch noch ein bisschen was. Und damit sieht es doch schon ganz gut aus. Was sagt die Uhrzeit? 8.04 Uhr. Mich würde natürlich wirklich interessieren, was da drin ist. Werkzeug zum Aufstemmen benötigt, ja. Das heißt also, wenn wir ein Brecheisen haben, müssen wir unbedingt nochmal hierhin zurückkommen. Oder liegt hier eines rum? Nein, ich sehe jetzt nichts. Da unten? Nein. Was ein Mist aber auch. Ja, ich würde trotzdem noch mal ein bisschen rausgehen. Sollten halt einfach mal in Sichtweite des Hauses bleiben. Ja, ich denke, wir gehen einfach mal da hinten rum und schauen, was es auf diesem Berg zu finden gibt. Ja, das sieht mir doch nach so einer... Das ist die Kartenbegrenzung, ja. Und ein Rucksack. I could use this. Ja, eine Limo ist immer okay. Denn immer einen Ball braucht, um Holz zu sammeln. Wir probieren jetzt hier einfach mal eine Stunde lang Holz zu sammeln, oder? Das machen wir jetzt einfach mal. Zunderbündel. Ja, super. Eine Eule. Mann, ich will doch nur wieder zurück. Wo ist denn hier dieser blöde Weg? Das wäre jetzt ja wirklich der Gag. Verstorben direkt vor der Hütte. Aufgrund von grandioser Unfähigkeit. Was mich so ein bisschen beunruhigt, ist, dass wir die Wölfe ja dann auch nicht hören. Und? War hier nicht irgendwo die Tür? Ach jetzt, ich bitte dich. Nein, ich glaube, die war hier. Ja, Leute. Stand hier gerade Tür? Da stand gerade Tür. Super. Ist ziemlich dunkel, wa? Ich kann nichts sehen. Hallo, Bett?
Da war ein Holzofen. Da ist das Bett. Wir schlafen mal bis 5:50, das reicht doch. Immerhin, ein Tag und 16 Stunden überlebt. Das würde ich doch schon mal als kleinen Erfolg feiern. Hunger und Durst haben wir wieder. Dann kippen wir uns doch gleich mal ein bisschen rein. Und was essen wir? Ja, wir könnten eigentlich von diesem MRE was essen. Oder es war vielleicht auch gerade ziemlich dämlich und wir hätten es aufsparen sollen. Na egal. Checken wir mal die Umgebung ab. Wolf ist hier, dann gehen wir dort nicht lang, sondern wir schlagen uns hier oben über den Hügel zurück Richtung Straße. Oh, jetzt fängt es natürlich das Stürmen an. Wir bräuchten wirklich dringend bessere Kleidung. Und ein Beil. Ein Beil wäre wirklich super. Falls ihr euch jetzt fragt, wo wir laufen jetzt einfach mal auf den höchsten Punkt hier in der Nähe und hoffen, von hier aus einfach mal eine gute Orientierung zu haben und eine gute Übersicht, wo wir wieder neue Gebäude finden, die wir plündern können. Nee. Läuft irgendein kleines Tier. Das nützt uns aber mal gar nichts. Ist definitiv nichts. Ja, egal, wir gehen jetzt einfach mal da runter und die Eisenbahnlinie müsste irgendwo dort oben in der Richtung sein. Wir dürfen halt nur die Orientierung nicht verlieren, dann wird das schon. Jetzt dachte ich eben, von oben aus gesehen sah das so aus, als wäre da was. Es würde da was im Boden liegen, aber ist scheinbar nicht der Fall. Oh, hier ist auch nichts. Das ist ja mal echt doof. Vielleicht sollten wir einfach mal den Kartenrand ein bisschen ablaufen. Wir sind schon unterkühlt, das ist doch Mist. Ja gut, dann bleiben wir einfach mal bei unserem alten Plan. Wir... Wolf. Zwei Wölfe und ein... Ja. Ah, das wäre jetzt ja echt der Oberhammer. Das wäre der Knaller. Lass uns da doch bitte was drin finden. Es ist nur ein Beil, aber ich meine, immerhin ist es was.
Nun können wir also vernünftig That'll come in handy. Holz sammeln. Ja, was machen wir denn jetzt? Da liegt noch was. Aber das sind einfach mal zwei Wölfe. Und da liegt ein erlegtes Reh. Ich werde nicht mehr... Ja, wir müssen es wagen. Nee, das ist zu gefährlich. Das ist zu gefährlich. Ich gehe mal zu dem erlegten Reh. Plünder das noch. Na komm. Mach schnell. Ich möchte jetzt nicht unbedingt beim Reh zerlegen von dem Wolf angefallen werden. Okay, und jetzt weg hier. Hat er uns gesehen? Der hat uns, glaube ich, gesehen. Kommt dann... Oh, der kommt... Oh, scheiße! Wolf kommt, renn, 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 renn. Oh, Mann. Da ist ein Haus. Da ist ein Haus. Gott, das ist unsere Rettung. Lauf, 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 lauf. Ich traue mich gar nicht, mich umzusehen. Scheiße, renn, 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 renn. Renn, 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 renn. Oh ja, der war direkt hinter uns. Alter. Ah. Mann, 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 Mann. Da geht die Pumpe, du. Da geht die Pumpe. Gut. Aber ich glaube, das war es wert. Ich meine, wir haben jetzt wieder bestimmt 1,6 Kilo von diesem leckeren Fleisch mitgenommen. Das ist super, das taugt uns. Hope nobody needs this anymore. Hm. Was haben wir denn da? Und sogar noch ein MRI gefunden. Also ganz ehrlich, das könnte schlimmer laufen. Dem bösen Wolf entkommen und auch noch Sachen gefunden. Gut. Das sagt die Kälte und der Hunger und der Durst. Eigentlich alles im grünen Bereich. Aber wir hauen uns jetzt einfach mal so ein Stündchen hin. Lalalala. Und da sind wir schon wieder wach. Und haben wir da was übersehen? Wir haben was übersehen. Juhu, noch mehr Schmerzmittel. Davon kann man nie genug haben. Ja, und dann würde ich sagen, beenden wir die heutige Folge auch wieder hier. In der nächsten Folge erfahren wir dann, ob wir das Haus wieder lebendig verlassen können oder uns tatsächlich dann eine fette Schlägerei mit diesem Wolf liefern müssen. Aber ganz ehrlich, ich bin stinkesauer auf diesen Wolf und den mache ich doch noch platt, ey. Scheiß Wölfe. Tod den Wölfen. Bis zum nächsten Mal.